Hallo und herzlich willkommen zum Kinoressort bei Tagesschau 24. Ein Dutzend Filmpreise konnte das französische Drama Das Ereignis weltweit einsammeln, darunter den begehrten Goldenen Löwen der Festspiele in Venedig. Ausgezeichnet wurden dabei meist die Regisseurin Audrey Diwan und ihre Hauptdarstellerin Anna-Maria Bartholomei. Beide stehen noch am Anfang ihrer Karrieren, aber die Namen wird man sich merken müssen. Eigentlich erzählt der Film eine ganz alte Geschichte, die bereits 60 Jahre zurückliegt, aber auch in unserer Zeit immer noch aktuell ist und es sogar zunehmend immer mehr wird. Anne ist jung, lebenslustig, selbstbewusst. Wir wollen doch alle das Gleiche und jeder verbietet es sich. Voller Träume und... Sie sind schwanger, Mademoiselle. Tut mir leid. Das kann nicht sein. Denn von einem Kind hat Anne zu diesem Zeitpunkt mitten im Studium ganz sicher nicht geträumt. Nun, es gibt Mittel und Wege. Das darfst du nicht sagen, nicht mal zum Spaß. Das, was sie nicht sagen darf, ein absolutes Tabu. Und zudem in Frankreich der 60er illegal. Abtreibung. Wer ihnen hilft, riskiert im Gefängnis zu landen und sie mit ihm. Wenn nicht sogar noch Schlimmeres passiert. Doch Anne lässt sich nicht beirren. Hausfrau und Mutter werden kommt nicht in Frage. Sie hat auch Pläne. Glaubst du vielleicht, du schaffst so deine Prüfungen? Was weißt du denn schon von Prüfungen? Der französische Film Das Ereignis zeigt den Kampf einer jungen Frau um ihr Recht auf Selbstbestimmung. Gehen Sie jetzt, Mademoiselle, wir haben uns nichts mehr zu sagen. Gehen Sie. Damit das mal klar ist, ich gehe aber nicht. Radikal, beklemmend und doch einfühlsam. Ich habe die Adresse einer Frau auf einen Zettel geschrieben. Madame Rivière. Wenn Sie es trotzdem wollen, dann auf eigene Gefahr. Immer aus der Sicht der Frau. Sie müssen es akzeptieren. Harter Tobak, der teilweise nur schwer zu ertragen ist, gleichzeitig aber ein wichtiger Beitrag zu einer Debatte, die vermutlich nie aufhören wird. Sie haben keine Wahl. Deswegen lassen Film und Thema wohl auch niemanden kalt. Ich will schreiben. Schockierend, bewegend und großartig gespielt, aber nichts für Zartbeseitete. Danke. Joaquin Phoenix ist ein wählerischer Schauspieler. Das war er auch schon vor seinem größten Erfolg Joker vor 3 Jahren, der nicht nur Riesensummen einspielte, sondern auch Kritiker begeisterte und Phoenix für seine Rolle als paranoider Comic-Joker einen Oscar einbrachte. Come On, Come On ist nun sein erster Kinofilm nach dem Oscar-Gewinn und schlägt ganz andere Töne an. Leise, sensibel und nachdenklich. Nachdem Phoenix kurz vor dem Dreh selbst zum ersten Mal Vater geworden war, kam diese quasi Vater- und Sohn-Geschichte wahrscheinlich gerade zur rechten Zeit. Wenn du auf etwas nicht antworten willst, sag einfach weiter. Der Schwarz-Weiß-Look verrät bereits kein Mainstream-Kino. Das Drama Come On, Come On erzählt gefühlvoll die Geschichte von Radiojournalist Johnny, einem einsamen Wolf, der unerwartet von seiner Schwester gebeten wird, auf ihren 9-jährigen Sohn Jesse aufzupassen. Also wie soll ich dich jetzt nennen? Papa oder Dad oder Johnny? Nenn mich, wie du willst, womit du dich am wohlsten fühlst. Keine Ahnung. Ich bin's nicht gewohnt, sowas auszusuchen. Vielleicht gehen wir das Ganze einfach langsam an. Jesse, ein altkluges, exzentrisches Kind, brillant gespielt von Woody Norman. Hast du Mom gesagt, sie soll Dad verlassen, als er schon mal krank war? Hast du? Ich sagte, sie soll auf sich aufpassen. Bla, bla, bla. Nein, das ist kein Bla. Es ist wohl. Bla, bla. Nein, stimmt nicht. Ist es wohl. Eine bewegende Annäherung. Jesse! Wo warst du? Was macht dich wütend? Aus der eine tiefe Verbindung wächst. Keine einfache Kost über das Kind und Elternsein. Aber wer sich drauf einlässt, sollte Taschentücher einstecken.